Zimmer. Vor allem, du hast jetzt dein eigenes Zimmer. Du kannst kommen, wann immer du willst. Hey, Gina. Gina. Du solltest doch eigentlich längst drüben sein und den Laden überwachen. Hörst du? Wir müssen ihm unser Angebot brandheiß, vor allem als Erste machen. Verstehst du, hier kommt ein kleiner Teufel. Chief. Ja. Die Tüte und dann schau doch mal, wer zu Besuch gekommen ist. Ah, ja. Du hättest mich warnen müssen. Warum die Eile, Doktor? Sisi, ich habe Sie nicht zu früh erwartet. Ich habe Ihre Nachricht vor meiner Ankunft erhalten. Es schmeichelt mir, dass Sie gleich kommen. Ich bitte Sie. Die Universität liegt auf meinem Weg nach Hause. Worum geht's? Es geht um Eden. Guten Morgen. Morgen. Ich habe schon bei dir im Büro angerufen. Was? Ich habe Ihnen gesagt, dass du etwas später kommst. Das ist lieb gemeint, aber das geht leider nicht. Wolltest du mich nicht wecken, bevor du gehst? Nein, du hast so schön geschlafen. Jetzt bin ich ja wach. Warum kann das Büro nicht warten? Ausnahmsweise. Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Nein, ich kann nicht. Ich habe den ganzen Tag Termine. Sag sie doch ab. Du bist sehr überzeugend. Du musst die Frau eines Anwalts sein. Mason, die letzte Nacht war wunderschön. Bitte geh nicht. Kein Telefon, kein Büro und keine Termine. Dory, das war vielleicht wichtig. Was könnte schon wichtiger sein als wir? Und ich will von nichts und niemandem gestört werden heute Morgen. Mason, kannst du mir das... Er ist nicht da. Können Sie bitte dafür sorgen, dass er das hier bekommt? Sicher. Danke. Aber ich glaube nicht, dass er in den nächsten Stunden kommt. Stimmt etwas nicht? Oh nein, so klang es nicht. Mr. Keppel rief heute Morgen an und sagte, er beabsichtige, zu Hause zu arbeiten. Aber die Sache ist die, er hat überhaupt keine Arbeit mitgenommen gestern. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, ich verstehe. Er ist so glücklich in der letzten Zeit. Ja, wie schön. Wissen Sie, man sagt, dass ein Baby der Ehe die Romantik nehmen soll. Aber in diesem Fall stimmt das nicht. Nein, im Gegenteil. Offensichtlich verstehen sich die beiden besser als vorher, so wie es aussieht. Willst du noch mehr Kekse und Milch? Ja. Nein, danke. Ich schätze, Onkel Kies ist gerade gekommen, als wir bei dir waren. Bestimmt ist er müde gewesen und hat etwas geschlafen. Oh, wie recht du doch hast. Der Schlaf hatte mich sozusagen übermannt. War das nicht entzückend formuliert? Hast du Klein Brandon über unser Arrangement aufgeklärt? Hm? Natürlich habe ich ihm erzählt. Ich dachte, wenn ich von Cecile zurückkomme, bist du nicht mehr hier. Tut mir leid, ich hatte Ruhe nötig. Letzte Nacht hat mich eine Furie auf Hochtouren laufen lassen. Echt, weißt du? Na, wie geht's denn so, Brandon? Es geht so. Guter Junge. Hat er dir gesagt, wann sein Papa wiederkommt? Nein. Cici lehrt ihn ebenso gerissen zu sein, wie er es ist. Ich muss ihn aus diesem Haus herausholen. Warum gerade heute? Er wollte wissen, wo seine Mami lebt. Wie seine Mami lebt, weiß er das auch? Kies. Er bedeutet alles für mich. Oh ja, richtig. Gleich nachschnellen. Autos, Bargeld und Juwelen. Ich würde alles aufgeben, wenn ich ihn nur wiederhaben könnte. Und jetzt raus, damit ich ihm alles erklären kann. Nein, bitte, ich will dabei sein, wenn du ihm alles erklärst. Wie zum Beispiel das. Gehört das nicht dir? Hier, ACN in Gold geprägt. Sehr eindrucksvoll, nicht gerade billig. Tut mir leid. Niki muss das vergessen haben. Niki hat eine Menge hier vergessen. Ich schmeiß es doch weg, Schatz. Hm? Nein, nicht. Was denn? Hör auf damit. Aus meinem Sohn soll mal ein Gentleman werden. Ah ja. Wenn wir dieses Serum erst verkauft haben, dann kannst auch du seine Ausbildung zum Gentleman bezahlen. Wir werden es nie los, solange Sissi nichts davon weiß. Mhm. Gut, wir sehen uns später, mein kleiner Gentleman. Brandon.
Deine Mami hat eine wirklich gute Geschichte für dich. Bis später, ja. Was hat er gemeint, Ma? Also gut, Alex. Was ist mit Ihnen? Ich werde es Ihnen zeigen. Gleich hier. Sie dürfen stolz sein. Wann wurde das da angefangen? Gestern Abend. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass nicht ein Penny von dieser Stiftung an Sie vergeudet wird. Wenn etwas Gutes aus diesem Geld erwächst, dann nicht durch Ihr Verdienst. Meist bereut man, mich verärgert zu haben, Doktor. Das werden Sie auch. Bis an das Ende Ihrer Tage. Ja, mein Lieber. Geht's dir gut? Na, kennst du mich noch? Ich bin Melanie. Ich arbeite für deinen Daddy. Sollen wir Hopp-Hopp-Reite spielen, na? Hey. Hätte ich gewusst, wie ich empfangen werde, wäre ich früher aufgekreuzt. Du wirst dich daran gewöhnen müssen. Die Gäste gucken schon. Das geht in Ordnung. Die Vorstellung ist umsonst. Warte, bis Sie meine Zugabe sind. Nicht jetzt. Ich muss Johnny zur Untersuchung bringen. Hör auf damit. Ach ja, richtig. Du rettest mich aus der Not. Ich habe gleich einen Termin beim Steuerberater. Wie wirst du gelaunt sein, wenn ich zurückkomme? Kommt darauf an, ob die Zahlen rot oder schwarz sind. Mit einem Grund zum Feiern werden wir schon finden. Na, ich liebe deinen Optimismus. Bitte sehr, Madame. Sie können an der Kasse bezahlen. Danke. Was für ein hübscher kleiner ist der Sohn vom Chef. Geh weg. Ja, er ist süß. Geh weg, sagt er, geh weg. Wir sehen uns später. Komm, mein Kleiner. Danke, dass Sie auf ihn aufgepasst haben, Melanie. Das hab ich doch gern gemacht. Er ist ein Engel. Und außerdem bringt es mir noch ein paar Pluspunkte beim Boss ein. Das gut, auch wenn Sie abräumen. Wie wär's mit Tisch 3? Ich bin schon unterwegs. Gut. So. Okay. Ach, komm schon, Jane. Jetzt dreh meinem Jungen nicht so eine piekfeine Frisur an. Ich meine, er ist kein Mädchen, er kann doch so nicht rumlaufen. Ich will doch nur ein bisschen mit ihm angehen. Ich bin zwar voreingenommen, aber ich finde, er ist was Besonderes. Sei lieber vorsichtig, du benimmst dich fast schon wie eine Mama. Oh, was ich? Ich habe keine Ahnung davon, was es heißt, Mutter zu sein. Nun, ich kenne wenigstens zwei Herren hier drin, die überhaupt nicht deiner Meinung sind. Habe ich recht, Kumpel? Hallo, mein Liebling. Hast du gesehen, er hat mich angelächelt? Ja, es sah ganz so aus. Mason sagt, das sei Unsinn. Ach, Mason. Was weiß der denn schon? Ich bin froh, dass du den Kleinen rübergebracht hast. Ich auch. Ich glaube, es ist wichtig, dass er schon jetzt einen starken Sinn für seine Familie entwickelt. Ja. Weißt du, so wie die Dinge nun mal liegen, würde ich sehr gut verstehen, wenn du mir und dem Baby gegenüber auf Distanz bleiben willst. Jetzt sei bitte nicht kindisch. Soweit es mich betrifft, ist der Masons Baby. Ach, ich bin sehr froh, dass du das sagst. Weißt du, Mason kümmert sich rührend um ihn. Ich denke, dass ich hinter der zynischen Art und Weise von deinem Daddy ein wirklich lieber, netter Mann verbirgt. Ja. Hast du gehört, mein Süßer? Glücklicherweise gibt es viele Menschen, die diese Seite sehen. Offensichtlich hat er sie dir gezeigt. Ja, nun, ich denke, wir schaffen das schon. So, jetzt wird es aber Zeit, dass ich den Kleinen zu seiner Untersuchung bringe, sonst kommen wir zu spät. Willst du wieder zu Mami? Ach, eigentlich will ich das gar nicht. Nein, ich will... Oh, jetzt hast du so viel Zeit. Oh, so ist es brav. Sag auf Wiedersehen. Oh, lala. Dann mach's gut, Liebling. Ich finde es schön, dass du gekommen bist. Ich auch. Zu schade, dass sie euch verpasst hat. Ach, der wird froh sein, dass er nicht hier war. Nein, nein, nein. Er spielt nur immer den starken Mann. Keine Sorge, er wird's überleben. Na, hoffentlich. Schätzchen. Es wäre doch schade, wenn Chip in diesem Haus nicht willkommen sein würde. Ich denke, wenn Cici einmal sein Herz für dieses Baby öffnet und wenn er dann Chip kennenlernt, jetzt gleich wieder will, dann kann er gar nicht umhin, das Baby zu lieben. Denkst du das wirklich? Das weiß ich genau. Es gehört mehr als
Blutsverwandtschaft dazu, eine Familie zusammenzuhalten, nämlich Liebe. Und Cici und Mason haben eine Menge dieser Liebe, auch wenn sie es nicht zugeben wollen. Ich glaube nicht, dass du dir Sorgen machen musst. Hörst du das? Hm? Hörst du das? Ich sage es dir nur ungern, aber ich brauche diese Verträge bis heute Mittag. Ich habe das Gefühl, dass dein Stimmungsbarometer heute Morgen auf Sturm steht. Meine Stimmung geht dich gar nicht an. Das ist eine typische Wainwright-Antwort. Hast du etwas dagegen, dass ich meine Arbeit fertig bekommen möchte? Überhaupt nicht, aber du könntest ruhig etwas freundlicher sein. Fang nicht an, mich zu nerven. Bist du nur verlegen oder wütend? Es ist ganz sicher keine Verlegenheit. Es ist Ärger, was du siehst, weil du mir den Morgen verdorben hast. Ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet und jetzt muss ich um die Verträge betteln, oder wie sehe ich das bitte? Wieso hast du nicht vorher gefragt? Sie sind übrigens vorzüglich, erstklassig. War das ein Lob? Oh. Mir wird ganz schwindelig, du hast mir ein Kompliment gemacht. Mason Capwell? Beim ersten Klingeln, dann haben sie mich ja wohl erwartet. Mason. Noch. Ist sie verletzt? Noch nicht. Was wollen Sie? Geduld, Mason. Das erfahren Sie noch früh genug. Wo ist sie? In Sicherheit. Vorläufig. Aber sprechen Sie ja mit niemandem darüber, sonst ist sie tot. Ein Wort, Mason. Und sie stirbt. Was hatte das zu bedeuten? Nichts. Aber du hast gefragt, ist sie verletzt? Halt dich da raus, Julia. Mason, das war das zweite Telefongespräch, das du geführt hast, wo du einfach den Hörer... Das hat überhaupt nichts mit dir zu tun, Julia. Hast du Probleme? Kümmere dich um deine Angelegenheiten und erzähl niemandem, was du gehört hast. Wenn du in Schwierigkeiten bist, will ich dir helfen. Julia, halt dich da raus. Hast du verstanden? Ich verstehe. Aber wenn du darüber reden willst... Warum musst du mir eigentlich immer widersprechen, Julia? Du wolltest, dass wir eine rein geschäftliche Beziehung haben. Also bitte halt dich gefälligst daran. Du hast recht. Es tut mir leid. Nichts, was in meinem Leben vorgeht, hat etwas mit dir zu tun. Du hast es so gewollt. Und dabei sollten wir es belassen. Liebling, ich bin wieder zu Hause. Da freue ich mich aber, Liebling. Was haben Sie hier zu suchen? Ich würde Sie gerne einmal sagen hören. Hallo, Kies, wie geht's denn so? Hallo, Kies, wie geht's denn so und jetzt raus? Ich wollte Sie auf Ihr lausiges Sicherheitssystem aufmerksam machen. Gangster wie Sie kommen überall rein und jetzt raus hier. Ich wäre an Ihrer Stelle wirklich etwas freundlicher. Ich komme mit guten Nachrichten. Sie verlassen die Stadt? Besser. Gina verlässt die Stadt und nimmt Sie mit. Sie kommen nicht drauf, aber ich gebe Ihnen einen Tipp. Es hat etwas mit einem Arzt zu tun, den wir beide kennen und lieben. Niklas, was ist mit ihm? Es ist ihm etwas gestohlen worden, sein Serum. Wie war das? Mitgenommen oder, wenn es Ihnen besser gefällt, geklaut. Hm? Wie können Sie das wissen? Außer Sie haben... Warten Sie mich mal. Sie haben das Serum? Sie scherzen. Damit würde ich nicht scherzen. Also gut, wie viel? Machen Sie mir ein Angebot. Nein, nein, das Angebot machen Sie. Aber ich bitte Sie, wir können doch nicht die ganze Nacht so weitermachen. Also los, nichts wie ran. Machen Sie mir ein Angebot und ich überleg's mir dann. So wie du deine Freundin der Schule hast, hat Mami ihre Freunde, wie Onkel Kies und noch ein paar andere. Ist okay, Ma. Aber du bist der wichtigste Mensch auf der Welt für mich. Du bist mir der liebste, Brandon. Ich liebe dich. Für mich sind alle Menschen um mich herum dagegen, ohne Belang, wirklich. Hm. Hast du mich schon erwartet? Guck mal, wer mich da besucht. Oh, das ist ja großartig. Ich gehe ran. Oh, nein, 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 ich mach das schon. Und bitte vergiss nicht, du bist mir der Liebste. Hallo? Wir sind im Geschäft. Oh, tut mir leid, ich verstehe Sie wirklich schlecht. Wieso? Dein Ex-Gatte und Ehemann hängt fest an der Angel und will das Serum. Frank, jetzt erkenne ich dich. Wieso Frank? Kann ich irgendetwas für dich tun? Ja,
Hol das Serum und komm hierher, und zwar ein bisschen plötzlich. Er will die Ware sehen. Ich fürchte, du hast einen ungünstigen Moment erwischt. Er will das Zeug sehen. Würdest du dich bitte auf deinen Besen schwingen und hierher bemühen, aber schnell. Okay, ich mache so schnell ich kann. Ich muss jetzt weg. Ist Bart jetzt gekommen? Ja, das weiß ich. Aber mein armer Freund Frank, er ist fast wie ein Großvater für mich und er ist sehr krank. Ich muss nach ihm sehen. Woher hast du das? Woher ist das? Aus der Küche, ich habe Hunger. Du weißt, was ich von Süßigkeiten halte. Gina, sei nicht so streng zu mir. Weißt du, das habe ich für Frank gemacht. Das ist etwas ganz Besonderes. Ich wollte ihn damit überraschen. Wieso habe ich noch nie von diesem Frank gehört? Wieso? Ich erzähle dir doch nicht alles. Da bin ich sicher. Es wird nicht lange dauern. Ich bin bald wieder zurück. Du bleibst hier bei Onkel Nicky. Kann ich mein Eis wieder haben? Nein, ich bringe dir anderes mit. Gina, ich kann den Morgen nicht mit Babysitten verbringen. Ich muss zurück ins Labor. Nein, ich bin bald wieder zurück. Bitte. Und wenn ich zurück bin, dann machen wir etwas ganz Besonderes, ja? Gilt das auch für mich? Natürlich. Holst du mir die anderen Eispackungen, ja? Ja. Du bist wundervoll, Nicky. Ich muss mich bei dir entschuldigen, aber es ist für dich eine gute Möglichkeit, Brandon besser kennenzulernen. Oh, ja. Wir haben ja so viel gemeinsam. Hier ist das Eis. Vielen Dank, mein Liebling. Ich weiß, dass Frank sich bestimmt darüber freuen wird. Und vergiss meine Worte nicht. Wenn du einem Freund etwas Gutes tust, kommt alles zu dir zurück. Ich weiß, dass Frank das nicht eintauscht, nicht mal für 1 Million. Oh, komm, mein Schatz. Vielleicht können wir heute ein Picknick machen. Und eventuell können wir deinen Daddy dazu bringen, mitzukommen. Was meinst du? Hätten wir. Bleib schön da sitzen, ja? Hallo? Mr. Wallace, bitte. Oh, er tut mir leid, er ist nicht da. Ich bin eine Freundin, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich rufe aus der Praxis von Dr. Green an. Johnny war gerade zur Untersuchung hier. Ja, ich war heute mit ihm da. Sind Sie Miss Wilson? Ja, ganz richtig. Miss Wilson, Dr. Green hat die Tests sofort ausgewertet. Anscheinend war er wegen irgendetwas beunruhigt. Was stimmt denn nicht? Besteht die Möglichkeit, dass das Kind mit jemandem in Berührung gekommen ist, der krank war? Meine Mutter war krank. Sie hat ein Virus aus den Tropen mitgebracht. Aha. Das erklärt es. Kinder sind für so etwas anfällig. Wir würden ihn gern unverzüglich ins Krankenhaus bringen lassen. Ich werde ihn hinbringen. Nein. Ich will Sie nicht beunruhigen, aber wir schicken sofort einen Krankenwagen. Wenn Dr. Green ihn erstmal behandelt, wird er bestimmt bald wieder gesund. Oh mein Gott. Versuchen Sie ruhig zu bleiben. Dr. Green hat sich um alles gekümmert. Der Wagen ist schon unterwegs. Sie sind völlig gesund, Miss Wainwright, aber Ihre Akte ist unvollständig. Ich habe Ihnen meine Krankengeschichte vor Monaten gegeben. Dr. Carlson hätte gerne Angaben über den Vater des Babys. Tut mir leid, es ist unmöglich. Ich bin alleinerziehende Mutter. Aber wenn wir Sie in einem Notfall nun nicht erreichen können? Wenn wir im Notfall für eine Operation eine Einverständniserklärung brauchen, könnte der Vater die Entscheidung darüber treffen. Es gibt doch bestimmt noch einen anderen Weg, meinen Sie nicht? Dies ist der beste Weg. Sie können mich doch fragen, wenn es Probleme gibt. Und wenn Sie nicht erreichbar sind? Ich gebe Ihnen die Nummer meines Bankschließfaches. Das können Sie öffnen im Fall, dass etwas... Was nützt uns eine Adresse in einem Bankschließfach, wenn es um Minuten geht? Also gut. Aber ich möchte meine Privatsphäre geschützt wissen. Natürlich. Diese Akten werden streng vertraulich behandelt. Und Sie dürfen sich nur im äußersten Notfall an ihn wenden. Verstehen Sie mich? Ich denke, die Schwester wird schon wissen, wann ein äußerster Notfall vorliegt. Jetzt mach schon. Iss das. Du musst beißen, beißen, beißen. Zerbrich es nicht. Hörst du? Schön vorsichtig. Ja, gut gemacht. Ich glaube, mir wird gleich schlecht. Du wirst dich schnell besser fühlen, sobald wir mit ihm über eine sechsstellige Summe verhandeln. Das ist nichts, wenn man überlegt, wie viel er damit verdienen wird. Du bist undankbar. Bitte pass auf, lass dich von ihm nicht einwickeln. Er hat schon größere Fische als dich gebraten. Wir haben den Köder. Sieh an. Das hätte ich wissen müssen. Ihr zwei steckt also unter einer Decke. Deswegen musstest du dich dem armen Alex an den Hals werfen. Es gibt wohl nichts, wofür du dich nicht verkaufen würdest. Gut, das war's. Und wenn er uns einen Blankoscheck gibt, er kriegt das Serum nicht. Natürlich gebt ihr es mir, ihr wisst, dass ich nicht rede. Ihr findet vielleicht einen Käufer, aber ihr müsst sicher sein, dass er die Spuren verwischt, seine und eure. Er hat recht, Liebling. Schweigen ist in diesem Falle Gold. Nein.
Wir finden jemanden, dem wir es verkaufen. Klar, indem ihr eine Annonce aufgibt. Gestohlenes Serum heilt alle ihre Leiden. Angebote an Keith und Gina in St. Quentin. Okay. Okay, aber wir wollen keinen Scheck. Wo ist das Serum? Moment, wir haben doch noch gar keinen Preis ausgemacht, oder? Doch, haben wir. 1,5, mein letztes Angebot. Tja, ich weiß nicht. 2 Millionen klingt doch viel besser. Hm? Ich denke, 1,5 klingt auch nicht schlecht. Okay, einverstanden. Was? Ja. Ja, das klingt gut. Plus 5% vom Gewinn. Was? 5? 10. 10. Und 10% vom Umsatz. Also wirklich, ich bin beeindruckt. Sie haben den Wucher zu einer wahren Kunst erhoben. Sie waren eben ein guter Lehrer. Na gut. Also abgemacht. Ich habe den Scheck hier. Ausgestellt auf euch. Ich wusste, dass ihr einwilligt. Nein, keine Schecks. Es ist mir ein Vertrag. Ein Vertrag, und der ist erst übermorgen gültig. Ich teste das Serum, ob es auch keine Marmelade ist, und ihr tauscht den Scheck gegen Geld ein. Ich finde, das klingt sehr gut, danke. Aber was ist mit den Prozenten? Ich habe ein Schriftstück aufsetzen lassen. Das will ich sehen. Was ist denn los mit Ihnen? Vertrauen Sie Ihrer Freundin nicht? Ich werde unterschreiben. Das ist... Hier. So. Das war unser einziger Trumpf. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir sitzen in einem Boot. Wenn jemand das rausfindet, können wir uns alle aufhängen. Aber nicht doch. Es war angenehm, mit euch Geschäfte zu machen. Ich frage nur, wie viel Alex... Was machen Sie denn hier? Nichts, gar nichts. Sie wollte nur wissen, ob sie vielleicht Brandon etwas länger behalten kann. Immer auf ihren Vorteil bedacht. Sie sind bestimmt ein leuchtendes Vorbild für ihn. Gewöhnen Sie sich nicht daran, hier Brandon um sich zu haben. Ich werde ihn für immer behalten. Hör schon auf. Und jetzt verschwindet ihr bitte. Ich kriege, was ich will, CC. Das sollte dir bekannt sein. Aber Keith und ich werden gehen. Mir scheint, Sophia kann etwas Ruhe gebrauchen. Ich will jetzt wissen, was hier vorgeht. Nichts, Darling. Ich sagte dir doch, sie will Brandon etwas länger behalten. Ich habe den Namen von Alex gehört. Warum haben du und Keith und Gina über Alex gesprochen? CC? Hm. Was führt ihr drei im Schilde? Seit wann ist er nicht mehr im Restaurant? Okay, ich versuche es dann wieder. Hm. Oh Gott, hoffentlich ist das Brett. Miss Wilson, wir kommen wegen John Wallace. Oh, ich habe versucht, seinen Vater anzurufen, aber ihn nicht erreicht. Dr. Green möchte, dass wir ihn sofort zu ihm bringen. Nein, nicht ohne die Erlaubnis seines Vaters. So verstehen Sie doch, es liegt ein Notfall vor. Hören Sie, er hat nicht mal Fieber. Wenn sich die Krankheit in einem frühen Stadium befindet, sind die Heilungschancen umso größer, je früher wir anfangen, ihn zu behandeln. Also gut, fahren wir. Aber dann rufe ich Britt vom Krankenhaus. Tut mir leid, Miss, es besteht Ansteckungsgefahr. Darum müssen wir ihn in völliger Isolation halten. Das beginnt schon im Krankenwagen. Das ist lächerlich. Ich war doch mit ihm in Berührung. Wir dürfen kein Risiko eingehen. Warum nehmen Sie nicht Ihren Wagen und folgen uns? Also gut, sobald ich seinen Vater erreicht habe. Wir treffen uns im Krankenhaus, aber es ist wichtig, dass wir uns jetzt sofort um den Kleinen kümmern. Ja, hör zu, Johnny. Dein Daddy und ich werden gleich im Krankenhaus sein und... Wir bleiben auch bei dir. Bitte geh jetzt mit diesen netten Männern. Nicht weinen. Es wird Machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden uns um ihn kümmern. Er wird bald wieder gesund sein. Gehen wir. Ich werde mir das hier gleich mal in Ruhe durchlesen. Selbstverständlich. Entschuldigen Sie, Schwester. Mein Sohn hat einen Termin bei Dr. Taylor. Würden Sie ihn bitte zu ihm bringen? Oh. Ich habe mit Miss Wainwright zu sprechen. Natürlich, Mrs. Capwell. Na komm, du bist ja gleich wieder bei Mami. So. Ist Mr. Capwell hier? Er wird gleich kommen, er sucht nur einen Parkplatz. Okay. Also bis gleich. Victoria, wirklich, Sie und ich, wir haben uns doch nichts zu sagen. Dann sagen Sie nichts, hören Sie nur zu. Sie werden auf keinen Fall Mason als Vater Ihres Kindes angeben. Es war wirklich nicht sehr höflich, von Ihnen zu lauschen, aber... Ich versuche nur, meine Familie zu schützen. Ich bin sicher, Sie haben gehört, was ich mit der Schwester besprochen habe, nämlich, dass man Mason nur im äußersten Notfall benachrichtigen kommen wird. Sie, Julia, Ihnen fällt auch immer wieder etwas Neues ein, um Mason zu treffen. Wir arbeiten in einem Büro, Victoria. Da lässt sich unser Zusammensein nicht vermeiden. Ja, und das Kind hat sich auch nicht vermeiden lassen. Oh, bitte, das ist Zeitverschwendung. Ich lasse mir von Ihnen nicht meine Familie kaputt machen. Das Einzige, was Ihre Familie auseinanderbringen wird, ist Ihre selbstsüchtige, besitzergreifende Art. Und jetzt lassen Sie meinen Julia, Arm los. Julia, halten Sie sich fern von meinem Arm. Lassen Sie mich... Da! Julia, ist alles in Ordnung? Mein Gott, Julia. Es geht schon. Mir ist nichts passiert, wenn er mich endlich in Ruhe lassen würde. Nicht bitte lass mich endlich in Ruhe.
Mir geht's gut, bitte. Ich will hier raus. Erst müssen Sie untersucht werden. Es fehlt mir nichts. Helfen Sie mir aufzustehen. Gleich, aber wir müssen sofort feststellen, ob Ihnen und dem Baby nichts passiert ist. Versuchen Sie sich zu entspannen. Einen Moment, bitte. Sag mir, was passiert ist. Wir haben geredet. Dann wollte sie gehen und ist gestolpert. Wo ist Chip? Er ist bei Dr. Taylor. Dann treffen wir uns da. Mason, hör zu. Ich komme, sobald ich weiß, dass bei Julia alles in Ordnung ist. Die Schwester sorgt doch für sie. Es wird nur einen Moment dauern, Victoria. Warum gehst du nicht und siehst nach dem Baby? Du hast vollkommen recht. Wenigstens einer von uns sollte sich für unseren Sohn interessieren. Es gibt Dinge, die würdest nicht mal du in einem Restaurant tun. Und ich biete dir Seehasenrogen, Champagner und einen nackten Keith Timmons. Ja, aber ich habe einen Babysitter für Brandy geholt. Und du weißt doch, wie Kinder sind. Wahrscheinlich hat er alles in ein Chaos verwandelt. Ach, Liebling, ich fühle mich im Chaos doch wohl. Aber Keith, ich glaube nicht, dass... Hallo. Hallo, Mom. Wo ist der Babysitter? Wieder arbeiten. Wir haben Mrs. Klein von nebenan angerufen. Sie ist in der Küche. Oh. Oh, gut. Wir sehen zu, dass wir sie loswerden und arrangieren das Buffet. Ich meine, sollen wir ihn nach Hause fahren oder sollten wir seinen Chauffeur rufen? Ich kümmere mich darum. Er ist wieder zur Arbeit gegangen? Ja, aber er wollte mit dir zum Mittag essen. Wann? Er ist schon eine Weile weg. Ich vermute jetzt gerade. Was? Das halte ich nicht aus. Ich bin zwar noch jung, aber das hält mein Herz nicht aus. Geht's dir gut, Mom? Ja, deine Mom ist nur sehr gefragt heute. Ich muss noch mal weggehen. Ich bleibe nicht lange. Ich verspreche es. Es dauert bestimmt nicht lange. Mrs. Klein hat wirklich einen Mordsappetit. Sie hat sich beinahe den Finger abgebissen, als sie eine Handvoll Kaviar an den Mund schob. Stell für uns den Champagner kalt. Hey, warte mal. Wo willst du hin? Ich habe vergessen, den Babysitter zu bezahlen. Ich bin gleich wieder da. Du merkst gar nicht, dass ich weg war. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich ohne dich anfange. Wie du redest, könnte man glauben, es handle sich um eine Verschwörung. Was sollen die beiden sonst im Schilde führen? Ich sage dir doch, da ist nichts. Nichts, worum du dich sorgen müsstest. Dir wird es noch leid tun, wenn du dich mit den beiden auf etwas einlässt. Ich habe inzwischen gelernt, wie ich mit Gina umgehen muss. Habe ich das nicht schon einmal gehört? Entschuldige mich. Ich komme mit. Warum glaubst du mir nicht? Willst du in Zukunft zur Tür gehen? Hallo. Ich hoffe, wir stören nicht. Nein, nein, kommt rein. Was unser Gespräch betrifft, wir setzen es später fort. Wie ist die Untersuchung gewesen? Es geht ihm bestens. Wenn ihr beide mich entschuldigt, ich muss ein paar Anrufe machen. Sissi, eigentlich wollte ich mal kurz allein mit Sophia reden. Würden Sie bitte auf das Baby aufpassen? Rosa hat heute frei, ich bin völlig in Arbeit eingedeckt. Ich möchte wirklich gern, dass sein Großvater auf ihn aufpasst. Victoria, das dauert sicher Victoria, nur ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Er ist ein ganz, ganz guter Junge. Wir lassen ihn doch lange allein. Wir gehen raus in den Garten. Sophia, bis gleich. Victoria! Sophia! Aber ihr könnt mich doch nicht... Das war hervorragend. Chip wird einmal ein Kepler sein und niemand wird sich dem in den Weg stellen, das versichere ich dir. Mhm. Komm. Hier, bitte. Na, was hat der Arzt gesagt? Wir sind wohlauf. Er will sich aber erst noch den Ultraschall ansehen. Wie lange wird das dauern? Ich weiß es nicht. Ich fühle mich gut. Geh nach Haus. Ich warte die Ergebnisse ab. Das ist doch nicht nötig. Du bist wohl kaum in der Lage, mich rauszuwerfen, nicht wahr? Was ist passiert? Ich bin über meine eigenen Füße gestolpert, weiter nichts. Wieso habe ich das Gefühl, dass mehr dahinter steckt? Vergessen wir es doch einfach. Ich will nur ganz schnell wieder nach Haus. Soll ich dir etwas zu lesen holen? Vielleicht Magazine über Baby- oder Kinderpflege? Ich bin versorgt. Sei kein Spielverderber. Lass einen Vater fühlen, dass er gebraucht wird. Du wirst gebraucht. Von deiner Familie. Gut, ich werde draußen warten. Aber ich bleibe hier, bis ich genau weiß, dass es dir und dem Baby gut geht. Irgendwelche Einwände? Ich hatte schon etwas Angst. Du glaubst mir vielleicht nicht, Julia, aber ich auch. Ja, ich auch.
bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Wie geht's, Frank? Wem? Deinem kranken Freund Frank. Oh, es geht ihm schon viel besser. Er hatte 0, nichts das Eis verschlungen. Unglaublich. Also ich wollte dich nicht hetzen. Ich habe angerufen, um dir zu sagen, dass wir unser Treffen verschieben. Du hast bei mir angerufen? Was sonst? Wer ist denn rangegangen? Frank. Er sagte, du seist auf dem Weg hierher. Darum habe ich gewartet. Er war sehr seltsam. Er hat einfach aufgelegt. Ich dachte, er mag mich. Das tut er doch auch. Weißt du nicht, wie Kinder sind? Manchmal können sie sich nicht benehmen. Na, wie schmeckt das Zeug? Gut. Trink aus, mein Junge, es ist mehr als genug da. Dad sagt, man soll nur daran nippen. Sieh an, der kluge Dad. Man soll nur dran nippen, hat der gute alte Dad gesagt. Er ist ja so schlau. Hoffentlich ist er schlau genug, einen guten Plan zu erkennen, wenn sich einer ergibt. Ist Mom deine Freundin? Naja, weißt du, deine Mom ist ein Mädchen und ich bin ein feiner Kerl, also könnte man meinen, dass es so ist. Obwohl ich anderer Meinung bin, aber ja, man kann sagen, deine Mom ist meine Freundin. Oh. Oh, oh, nun sag mal, haben wir was dagegen oder was? Hm? Nein, sie sind in Ordnung. Aha. Naja, ich finde dich inzwischen auch ganz nett, Brandon. Na komm schon, verrat mir was. Spuck's einfach aus, hm? Wer war das am Telefon? Komm her. Na komm schon. Ich gehe mit dir zum Spielplatz, zu einem Fußballspiel. Hm? Nein, danke. Oder in eine Spielhalle. Na komm schon. Mm-mm. Jetzt hab dich nicht so. Du kannst es mir ruhig sagen und ich sag's dann deiner Mom. Haben Sie nicht kapiert? Es ist wie weggeblasen. Also, weißt du was? Deine Mom hat dir viel beigebracht. Plötzliche Amnesie. Jedes Mal, wenn man dich unter Druck setzt. Ich liebe dich, Junge. Sag mal, hast du eine Freundin? Nein. Nein? Hab ich mir gedacht. Als ich so alt war wie du, ließ ich sie hinter den Schaukeln auf dem Spielplatz Schlange stehen. Traue nie einer Frau. Auch nicht, Ma? Ganz besonders nicht deiner Mutter. Obwohl wir aus einem mir nicht erklärlichen Grund in demselben Boot sitzen. Sie ist verrückt nach dir, mein Junge. Du kannst sie um den Finger wickeln. Und werden Sie meine Mom heiraten? Hör auf zu trinken, Junge. Das bringt dich auf komische Gedanken. Sei schon ruhig, ja. Das ist die Börse, mein Sohn, der Optionsmarkt, weißt du. Sehr risikoreiches Geschäft. Aber wenn du alles richtig machst, dann kannst du viel Geld verdienen. Hm? Und das hier, siehst du das? Und das ist noch etwas anderes. Das ist Wechselverkehr. Noch ein Käppel. Noch eine Käppel-Tochter. Das ist ein sehr schöner Gewinn. Erklären Sie die Börse. Nun, ich dachte, ich hole etwas Arbeit nach, während ich auf das Baby aufpasse. Ich danke vielmals, Sissi. Ja, aber tragen Sie es nicht zu weit, Victoria. Ich spiele das vor der Welt mit, aber hier im Haus ist es nur Ihr Sohn. Und Ihr Enkel? Nur dem Namen nach. Das ist zu wenig. Was ist denn jetzt mit Ihnen und Mason? Ich dachte, ihr wolltet euch scheiden lassen oder haben Sie Angst, zu viel Geld zu verlieren? Nein, mein Sohn braucht eine Familie. Und die Millionen, die er aus dem Nachlass meines Vaters erben wird. Es geht nicht ums Geld, Sissi. Oh, ich kenne diese Familie von der besten Seite. Wenn jemand in Not ist, haltet ihr zusammen und helft einander. Ihre Sentimentalität nimmt Ihnen niemand ab. Sie ist ehrlich. So ehrlich wie die Freude, als Kelly damals nach Hause kam und wie der Kummer, als Eden. Aufhören. Ich bin sehr froh, dass Eden nicht erfahren hat, was es mit dem Baby auf sich hat. Mein Sohn ist Masons Kind. Er verdient es, Mitglied einer Familie zu sein, auf die er bauen kann. Und diese Familie ist deine Familie. Oh, oh, oh. Sie erwarten, dass ich ihn mit offenen Armen aufnehme? Ja, das erwarte ich und noch mehr. Sie können ihr Geld behalten und alles, was damit zusammenhängt. Was mein Sohn braucht, das ist eine Familie. Und die verdient er als ein Capwell. Und als ihr erster Enkelsohn. Was machst du denn noch hier? Ich warte auf das Ergebnis. Ich weiß, dass der Arzt bei dir war. Und was hat er gesagt? Dem Baby geht's gut. Es ist alles bestens. Eine gute Nachricht. Du musst zu deiner Familie. Was ist mit dir? Ich habe die Erlaubnis, mit meinem Auto zu fahren. Ist das nicht so riskant?
Ich bin vollkommen in der Lage, meinen Wagen selbst zu steuern. Das würde ich gern tun. Wenn ich an Victorias Stelle wäre, dann wäre es mir völlig unmöglich zu begreifen, was zwischen dir und mir abläuft. Sein Name ist John Wallace. Er ist etwa 2 Jahre alt. Er wurde von Dr. Green aufgenommen. Er steht nicht auf der Aufnahmeliste. Vielleicht ist er schon auf der Kinderstation. Aber das verstehe ich nicht. Sie haben gesagt, Sie bringen ihn auf die Isolierstation. Isolierstation? Oh, das werden wir gleich haben. Ich kann leider nichts finden. Was? Aber er ist vor einer Stunde hierher gebracht worden. Tut mir leid, Mr. Wallace, aber Ihr Sohn wurde bestimmt nicht zu uns gebracht. Es gibt keine Akte über die Aufnahme. Hallo, da bin ich wieder. Wo ist Keith? Er ist gegangen, als der Champagner alle war. Aber er hat Mrs. Klein wieder hergeholt. Und wo ist sie? Nein, sag's bitte nicht. In der Küche. Schätzchen, du hast heute viel Geduld mit mir gehabt. Danke, du bist wirklich brav. Ich fürchte, Onkel Keith ist böse auf mich. Warum? Ich wollte ihm nicht sagen, wer angerufen hat. Das war richtig so. Das hast du gut gemacht. Was glaubt er eigentlich? Ich habe wirklich die Begabung, alles durcheinander zu bringen. Das wird schon wieder mal. Aber es ist schwierig. Was soll ich nur tun? Auf der einen Seite der brillante Wissenschaftler, der sich der Forschung verschrieben hat. Auf der anderen Seite der komplette Egoist, der nur an sich selbst denkt. Sie mögen dich, weil du so hübsch bist. Danke, Schatz. Du bist so süß. Wenn du die Wahl hättest zwischen Onkel Nicky und Onkel Keith, welcher glaubst du ist der Richtige für mich? Dad. Oh, Baby. Um das zu verstehen, bist du wirklich noch viel zu jung. Ich glaube, es war für dich auch nicht immer einfach. Ich möchte, dass du glücklich bist, Mom. Ja, das weiß ich. Ich werde mich auch ganz doll anstrengen. Wirklich, das verspreche ich dir. Das interessiert mich nicht. Das ist allein Ihr Problem. Ich will das okay vom Gesundheitsministerium. Und zwar sofort. Setzen Sie die Leute unter Druck. Wenn Sie was haben, rufen Sie mich an. Du hast das Serum, nicht wahr? Liebling, du weißt doch, ich muss mit denen von der Regierung zusammenarbeiten. Du hast noch nie ein besonderes Interesse an Delta Pharmaceuticals gezeigt. Da muss was dahinter stecken. Wie wär's, wenn wir einen Spaziergang machen? Sag mal, du hast es doch nicht etwa gestohlen. Ach, natürlich habe ich es nicht gestohlen. Und jetzt kommen wir auf Keith und Gina zurück. Sie hätte Zugang dazu gehabt. Alles ergibt dann. Ist ja gut. Meinetwegen, ich habe das Serum. Aber glaub mir, mit dem Einbruch habe ich nichts zu tun. Cici, du musst es zurückgeben. Das meinst du doch nicht im Ernst. Das ist dein Vermögen wert. Aber es ist unredlich. Du hast kein Recht, es zu benutzen. Du weißt, wir leben in einer grausamen Welt. Das klingt nicht schön, aber es ist nun mal so. Und ich werde dir was sagen. Niklas würde das Gleiche mit mir machen. Und er hat es schon getan. Er bekommt nur, was er verdient. Aber eins sollst du wissen. Ich werde dir auf keinen Fall dabei behilflich sein. Hast du mich verstanden? Halte dich da bitte raus. Ich bitte dich, Sophia. Das Serum gehört mir. Was ich damit tue, geht dich nichts an. Es ist ein Geschäft. Und ein sehr profitables dazu. Ein gewisser John Wallace. Sie sagen, bei Ihnen ist er auch nicht aufgenommen worden. Niemand weiß was. Ich verstehe das einfach nicht. Aber wir finden ihn, wir finden ihn. Tut mir leid, Mr. Wallace. Ich habe es im Kreiskrankenhaus versucht, aber leider ohne Ergebnis. Sagen Sie, was ist denn nun mit diesem Dr. Green? Ich telefonierte gerade mit ihm. Ja, und? Er hat von all dem gar nichts gewusst. Er sagt, der Junge sei kerngesund. Wie ist sowas möglich? Oh mein Gott. Na, wie war der Krankenbesuch? Wenn du damit fragen wolltest, ob es Julia gut geht, ja. Gut. Und dem Baby? Nun, er oder sie ist genauso unverwüstlich wie seine Mutter. Ich habe dich im Krankenhaus gesucht, aber du warst schon verschwunden. Falls es dich interessiert, unserem Kind geht's gut. Natürlich interessiert mich das. Warum bist du nicht im Büro? Weil ich wusste, dass du missverstehen würdest, was im Krankenhaus passiert ist. Sollten wir nicht darüber reden? Das ist nicht nötig.
Ich glaube, dass ich die Situation sehr gut verstanden habe. Es war so offensichtlich, dass ich auf dem Weg hierher noch eine kleine Versicherung abgeschlossen habe. Das ist deine Kopie. Das soll wohl ein Witz sein. Es ist die einzige Möglichkeit, mein Kind zu beschützen. Ich kann leider mit dem, was euch beide verbindet, nicht konkurrieren. Ein Kind von dir habe ich nicht aufzuweisen. Das ist doch völliger Blödsinn. Du und das Baby, ihr kommt zuerst, das weißt du. Heute war das nicht der Fall, Mace. Heute haben außergewöhnliche Umstände eine Rolle gespielt. Mag sein. Nur bin ich es leid, immer wieder zuzusehen, wie Julian nur darauf wartet, meinen Platz bei dir einzunehmen. Das wird nicht passieren. Dann beweise es. Ich will eine eidesstattliche Erklärung, dass du für Julias Kind weder etwas beisteuern, noch es auf irgendeine Weise fördern und unterstützen wirst. Niemals. Ich muss sagen, Victoria, du hast von den Capwells in kurzer Zeit viel gelernt. Herzlichen Glückwunsch, das war ein klassischer Zug. Er könnte von Cici persönlich stammen. Unterschreib es, Mason. Der einzige Weg, wie wir zusammenleben können, ist der, dass du den Gedanken an Julia und ihr Kind begräbst. Und zwar für alle Zeit.